Dieser Haushalt ist durchdrungen vom Geist von Kanzlerin Merkel und ihrem Verhältnis zu Kindern und Familien. Es ist ein Geist emotionaler Kälte und Beziehungslosigkeit, wie ihn nur Machtversessenheit und Familienfeindlichkeit in sich tragen können. Dieser Geist wird für jeden Vater und jede Mutter mit Händen greifbar, wenn man Kindern, die man zunächst nötigt, in eiskalten, stoßgelüfteten Klassenzimmern zu frieren, den vielen Menschen naiv und dumm anmutenden Ratschlag erteilt, kleine Kniebeugen zu machen und in die Hände zu klatschen, um ihnen darüber hinaus dann noch die Angst einzureden vor dem letzten Weihnachten mit Oma und Opa. Naiv und dumm aber ist unsere Kanzlerin nicht. Sie ist schlicht kalt. Angela Merkel ist insofern die ins Politische eingetretene weibliche Entsprechung des Holländer Michel aus dem Märchen Das kalte Herz. Sie ist schlicht gesagt herzlos. Diese strukturelle Herzlosigkeit der Kanzlerin gegenüber Kindern durchzieht den gesamten Familienhaushalt, meine Damen und Herren. Seit dem Ausrufen der sogenannten Pandemie, der sogenannten Pandemie, der sogenannten Pandemie, der sogenannten Pandemie, der sogenannten Pandemie. Vielen Dank. Mundschutz. Aber immer. Jawohl. So. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der CDU-CSU die Kollegin Nadine Schön. Naja, das war ja Realsatire jetzt. Also der Bundeskanzlerin strukturelle Herzlosigkeit vorzuwerfen bei einer Partei, deren ganze Redebeiträge eigentlich nur von Herzlosigkeit strotzen. Eine Rede von Ihnen, Herr Reichert, oder Frau von Weidel, gegenüber einem der Kanzlerin und die deutsche Bevölkerung kann sich selbst Gedanken darüber machen, bei wem strukturelle Herzlosigkeit vorherrscht.